Servus und herzlich willkommen zurück bei Playful Dodo. Schön, dass du wieder zu diesem Zelda Let's Play eingeschaltet hast. Ja, es geht weiter und die erste Folge ist übrigens jetzt mittlerweile online, also in meiner Zeit, wo ich vorproduziere. Und mich hat es so gefreut, dass dieses Zelda Let's Play so gut ankommt. Also, hi an diejenigen, die zugucken. Schön, dass ihr da seid. Das freut mich so, so sehr. Ja, und ich habe auch ein paar Tipps schon bekommen. Ihr habt darauf geachtet, mich nicht zu sehr zu spoilern auf jeden Fall, was mich sehr gefreut hat. Aber dennoch habe ich ein paar Tipps bekommen. Und zwar, eines war, wenn ich in so kleinen Städtchen unterwegs bin, dann soll ich mich gut umgucken und vielleicht auch mit den Leuten reden. Und das werde ich heute auch tun. Also wir gucken, wir sind ja in dieser kleinen Stadt und wir gucken uns da ja so ein bisschen um und bin gespannt, was passiert. Ich ja, wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Part. Wir legen los. Let's go! Genau, wir sind ja auf dem Weg dorthin zu unserem nächsten Ziel. Aber genau das wollte ich mir auch angucken mit euch. Da ist so eine komische Pflanze. Ich habe ein bisschen Angst vor der. Keine Ahnung, was da jetzt gleich auf mich zukommt. Aber ich kann hier auf jeden Fall looten. Wahrscheinlich reiße ich hier jetzt die Blumen aus und dann frisst mich die Pflanze deswegen. Prinzessinnen Enzian. Die soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben. Doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Oh, schön, da kann ich hier einen Blumenstrauß machen. Freut sie sich bestimmt, wenn sie noch lebt. Pff. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie noch lebt, oder? Fit-Karotte. Diese Karotte als Heilpflanze äußerst geschätzt, enthält große Mengen an Nährstoffen. Übrigens habe ich auch so die Rückmeldung bekommen. Also ich soll auf jeden Fall auch mich umgucken, looten und alles mögliche, Erinnerungen sammeln. Das mache ich auch, aber ja, die Story hat aber ein bisschen Vorrang. Also ihr merkt ja eh, wie ich immer abgelenkt werde, sofort. Also jetzt auch, ich bewege mich jetzt nicht zu dem Punkt hin, der da die ganze Zeit aufleuchtet rechts. Nein, ich lasse mich natürlich sehr ablenken. Das wird im ganzen Let's Play so sein. Trotzdem möchte ich für mich einfach immer schauen, dass ich die Hauptstory verfolge, weil sonst sitzen wir hier noch Weihnachten. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Aber ich kenne mich ja. Deswegen sage ich, wir machen die Hauptstory. Und dann looten wir die ganze Zeit. So, auf jeden Fall habe ich Angst, aber ich wage es trotzdem. Du, junger Mann, bitte hör mich an, okay? Ich bin die große Fee Kotura. Hier war früher eine wunderschöne Quelle. Doch im Laufe der Jahre spendeten die Leute immer weniger Rubine und ich habe meine Kraft verloren. Ich bitte dich, selbst ein kleiner Beitrag hilft schon. Wenn du Rubine hast, bitte gib mir welche. Ich brauche doch nur 100 Rubine. Wenn meine Kraft wiederhergestellt ist, wird das auch dir zugutekommen. Ich habe 3 zu wenig. 100, ja, hier? Aber deine Rubine... Oh Gott, wegen 3 Rubine jetzt? Das ist schade, wirklich zu schade. Gruselige Hand auch, die da rausgekommen ist. Naja. So, auf jeden Fall gehe ich jetzt kurz wieder in die Stadt zurück und dann gucke ich mich da noch ein bisschen genauer um. Genau. Kakariko, genau, so hieß die Stadt. Da gucken wir jetzt runter. Äpfels. Wollt ihr auch mit den Leuten sprechen, genau. Verzeihung, reist du ebenfalls? Mein Herz schlägt für die Malerei, musst du wissen. Auf der Suche nach schönen Landschaften reise ich durch die Welt. Ich habe gehört, dass sich in diesem Dorf eine Quelle einer großen Fee befinden soll. Ja, da war ich gerade. Angeblich ist diese Quelle nicht nur eine Augenweide, sondern verleiht auch geheimnisvolle Kräfte. Mehr wollten die anderen mir aber nicht verraten. Weil ich so lange auf Reisen war, behandeln sie mich wie einen Fremden. Aber das schreckt mich nicht ab. Wenn ich etwas rausfinde, lasse ich es dich wissen. Ach, okay, dann wäre es vielleicht ein Hahn. Dann wäre es vielleicht doch nicht so schlecht, wenn man dem wirklich die 100 Rubine geben. Aber es ist halt mein ganzes Geld. Und 3 noch mehr. Nee, da waren wir. Da habe ich ja dieses Bett gefunden. Ach, ich kann hier kochen. Ja. Ja. Und warten. Wahrscheinlich spulen dann. Ich brenne.
Okay, da ist eh ein Schild. Oh, wie ging das nochmal? Mit Tasche öffnen? Und dann kann ich zum Beispiel... Der am weitesten verbreitete Hitze Wälder, er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei Verzehrherzen auf. Kann ich den jetzt auch so in die Hand nehmen? Und kochen. Kochobst. Füllt ein Herz auf. Das ist ja eigentlich cool. Dann packe ich mir hier noch so ein paar Pilze rein. Kann ich auch mehrere Pilze? Ich mache jetzt mal 5 von der gleichen Sorte. Ist ja egal. Ich habe hier so viele Pilze. Pilzspieß. Oh, füllt. Oha. Okay, füllt 5 Herzen. Die habe ich ja gar nicht. So viele Herzen habe ich gar nicht. Ich habe nur 3. Aber gut, dann mache ich jetzt einen mit 3. Und dann habe ich eine Mahlzeit, die mich gleich voll auffüllt. Auch wenn ich 3 weniger Herzen habe, dann bin ich eigentlich tot. Aber gut. Okay. Dann. Nee. Ach, bis Mittagabends. Ach, interessant. Dann koche ich noch meine Chilis. Weil vielleicht kommen wir wieder in eine kalte Gegend. Dann brauchen wir wieder Chili. Chili ist wichtig. Scharfe Bratchilis. So, nochmal. So. Bratchili. Oh. Ah ja, da war die Frau. Die hat ja Chilis, stimmt. Was ist da eigentlich? Okay. Da war die Frau. Da muss ja auch irgendwas geben, oder? Was ist das? Soll ich da runterspringen? Aber nicht, dann sterbe ich ja, oder? Wieso ist hier so ein Kreis? Hä? Komme ich da jetzt wieder hoch oder sterbe ich? Nee, das müsste gehen. Ich habe irgendwie eine Vermutung. Wartet mal. Entdeckt. Danu, du bist ja gar nicht Maronus. Wer ist das? Kannst du mich etwa sehen? Ich bin ein Krog, ein Waldgeist. Hier, ich habe etwas für dich. Wenn du Maronus siehst, gib es ihm doch bitte zurück. Krogsamen. Diese kleine Samen hat dir ein Krog geschenkt. Vielleicht lohnt es sich, viele davon zu sammeln. Riecht etwas komisch. Meine Freunde verstecken sich übrigens auch an verschiedensten Orten. Wenn dir irgendetwas auffällt, erscheint, solltest du dort suchen. Also ich kenne ja diese Crocs und ich weiß, dass die überall auf der Map versteckt sind. Immer wenn einem was ungewöhnlich vorkommt, soll man da ja genauer hinsehen. Das habe ich als Tipp bekommen. Nicht von euch, sondern das war in irgendeinem Video vor Jahren schon. Aber cool. Dann verstecken die sich tatsächlich auch in sowas. Witzig. Und hier? Das ist einfach so ein Kirschbaum oder was auch immer. Okay. Was kann ich denn mit dem Huhn machen? Kann ich das mitnehmen? Kann ich das mitnehmen? Wie gehört denn das Huhn? Oh, guck mal, da. Da ist ein Huhnfreund. Ein Huhnfreund. Wachs und Gedeih. Hm?
Was ist? Sag mal, du kommst mir irgendwie so bekannt vor. Sieh dir den Schickerstein. Ich erinnere mich. Du siehst aus wie der Ritter, der sich vor langer Zeit der großen Verheerung in den Weg gestellt hat. Ja. Das bin ich, jo. Wie bitte? Du meinst, du wärst dieser Ritter? Ahahaha. Die jungen Leute heutzutage machen wirklich alberne Scherze. Nee, nee, das stimmt schon. Ich bin schon der. Wenn du dieser Ritter wärst, dann müsstest du doch das heilige Bandschwert besitzen. Der große Ritter schmiedete ein Schwert aus einer Spurtkarotte. Er aß fast ausschließlich Spurtkarotten, um seinen Körper zu stehlen. Und er trank mit Vorliebe Spurtkarottentee. Also ich mag ja Karotten, aber Karottentee? I don't know. Das hat mir zumindest mein Großvater immer erzählt. Also hör auf mit den Witzen und iss fleißig Spurtkarotten, damit du so stark wie der große Ritter wirst. Ah, danke. Karotten kannst du jederzeit im Laden bei meiner besseren Hälfte kaufen. Wenn du so stark werden willst wie der große Ritter, dann komm abends zu mir. Oh. Interessant. Oh, es regnet ja gerade. Das ist auch sowas, muss man aufpassen. Eine Hacke. Robustes landwirtschaftliches Werkzeug. Waffentasche ist voll. Herrlich, wie ich das liebe. Waffen. Hier. Das kann ich wegwerfen. Das auch. Dann nehme ich lieber das mit. So. Ich will einfach mal mit den Menschen reden, weil es gibt ja auch sowas wie Nebenquests hier. Und vielleicht kann ich da ja jemandem helfen, aber irgendwie meiden mich die Leute. Da ist jemand. Hi. Schwester kocht. Rico hat Langeweile. Willst du spielen? In Ordnung. Was spielen wir? Was spielen wir? Verstecken. In Ordnung. Rico versteckt sich. Aber wenn es Zeit für Abendbrot ist, gehe ich zur Schwester. Okay. Oh, jetzt muss ich den suchen. Ein Spielkamerad für Rico. Ey, muss ich den jetzt... Oh, wo ist denn der? Boah, wo könnte denn der sein? Nee. Da drin ist er auch nicht. Aber ich muss auch immer mit meinen jüngeren Cousins und Cousinen Verstecken spielen. Das ist nie so einfach. Kinder können das sehr, sehr gut. Oh, die Route hätte ich jetzt nicht gebraucht. Kann der irgendwie im Fluss stecken? Ich hoffe mal nicht, er ist ja ein Kind. Nee, er ist er nicht. Zum Glück. Nee, hüpf mal. Link, da hoch. Genau. Boah, kann der hier überall sein? Dieses kleine Biest hat sich irgendwo richtig gut versteckt. I don't know, wo ist denn der? Hinterm Haus? Rico! Oh, da ist ein Bogen. Holzbogen. Okay, der ist eh schlecht. Rico! Boah, richtig schwierig. Was kann denn der sein? Vielleicht ist es ja gar nicht so schwer. Und ich denke mir, es ist so schwer. Ich hoffe, der ist nicht irgendwo im Haus. Hey, hier ist er doch nie. Das ist Coco. Ja. Heute gibt es Spurtgemüsecremesuppe. Sie ist sehr nährhaft und macht flink. Zumindest heißt es das. Einfach Spurtkarotte, Steinsalz und frische Milch in einen Topf. Alles klar. Oh nein. Keine Spurtkarotte mehr da. Ich habe Rico doch heute... Ich hole dir welche. Ich habe eine für dich. Kann dir gleich eine geben. Kokosküche. Ich rieche Spurtkarotten. Bitte sehr. Krieg seine. Danke. Vielen, vielen Dank. Jetzt kann ich für Rico kochen. Auf geht's. Nee, ich muss Rico noch finden. Oh Gott.
Ich muss Prico doch nur erfinden. Ich muss sagen, das ist mir wirklich gut gelungen. Hier bitte, dein Anteil. Oh, sie hat mir auch eine gemacht. Oh, danke. Ich werde weiterkochen, bis ich eine so gute Köchin wie Mutter bin. Süß. Ich habe es geschafft. Aber wo ist Prico? Er hat sich noch versteckt. Vielleicht oben bei der alten Oma? Vielleicht ist er halt wirklich bei der alten Oma. Hier, guck, ich hab ihn! Ich hab Hunger. Ich hab dich gefunden. Rico. Ich hab's geschafft. Ist die andere abgebrochen? Ist die Nebenquest abgebrochen? Nur weil... Oh Gott. Oh Mann, ich hätte ihn gerade gefunden. Okay, ciao, Rico. Da oben ist auch noch jemand. Den quatschen wir auch mal an. Es ist so traurig. Le Link! Die Hühner. Meine süßen Hühnerlein. Sie sind verschwunden! Seit meine Frau sich aus dem Staub gemacht hat, sind sie die einzigen Freunde. Freude in meinem Leben. Oh nein. Soll ich sie suchen? Tausend Dank. Ich habe insgesamt 10 Hühner! Willst du mich verarschen? 10 Hühner sucht er. Okay, ich weiß, dass da oben eine ist. Da drüben habe ich auch 2 in den Stall gesperrt. Aber 10? Mit denen, die schon im Gehege sind? Hoffentlich. So, komm mal her. Huhn. Komm her. Oh, cool, ich kann fliegen mit dem Huhn. So, darf ich die 3 da dazu zählen? So. 1, 2, 3, 4. 4 sind schon. Wenn er sagt, er hat insgesamt 4 Hühner. 10 Hühner. Dann muss ich ihm einfach noch 6 bringen. Ich habe Hunger, die haben alle Hunger. Ach, da ist auch eins. Hühnchen. Komm. Hoppala. Ich darf nicht sprinten mit dem Huhn. Das finde ich schon cool, dass es so Nebenquests auch gibt. Das verleiht dem Spiel noch mehr Charme. Also das ist schon sehr, sehr cool gemacht. So. Mit R kann ich es werfen. Geh rein! Geh rein! Huhn! Es sind... Insgesamt sind es 10 Hühner. Aber nur 5 da. Alles gut! Okay, das zählt, dass da oben sitzt. Das passt. Ich hole dir deine Hühner. 5 Hühner noch. Die sind doch irgendwo in der Stadt. Kannst du mir nicht erzählen, dass die irgendwo außerhalb vom Berg oben sitzen, oder? Da! Wo ist denn das zweite hin? Hey, wo ist dein Kollege? Ich habe doch vorhin da noch eins reingesperrt. Reingesperrt ist vielleicht nicht das richtige Wort. Oh, da ist auch eins. Guck, das müssen wir uns merken. Oh, oh. Dieses Huhn ist so am Escaladen. Oh, oh, ich wollte es nicht abschießen. Rein da. Hier gibt's Kleider, alles gut. Brauch nichts. Ich brauche noch Geld dann. Oh, guckt. Ey, Brico oder Coco. Coco. So, 6. Das ist jetzt das 7. Rein da. So, da oben war noch eins. Damit. Aber wo jetzt? Keine Ahnung. Hab keine mehr gesehen. So, wie viel brauchst du noch? Nur 8. 2 noch. Ich vermisse sie so sehr. Wieso hast du sie denn rausgelassen?
Irgendwo müssen die zwei ja noch sein. Voilà. Gibt's ja gar nicht. Oh. Hübsch. Die müssen hier irgendwo sein. Keine Panik. Wir kriegen die schon. Können die auch in einem Haus drin sein? Würdest du den Hühnern ja zutrauen. Guck mal ins Haus rein. Hallo, ist da ein Huhn? Nö. Sind noch nicht fertig. Oh, das sind solche Schnecken. Könnten denn die Hühner noch sein? Ah, da oben sitzt eins. Hallo. Hallo, Huhn. Kommst du bitte runter? So. Oh nein. Okay, eins fehlt dann noch. Halt gleich mal Ausschau. Das da oben haben wir geholt. Boah, wo könnten das sein? Vielleicht in seinem Haus? Nö, aber da schlafen die bestimmt in der Nacht. Wenn er seine Hühner so liebt. Vielleicht sitzt es in einem Baum oben. Da leuchtet auf jeden Fall was. Nee, das sind Eier. Cool. Wo ist das letzte Huhn? Vielleicht auch da oben. So wie Brico. Oh nein. Hühnchen. Wo ist dieses Huhn? Das ist schon schwierig. Könnte das sein? Das ist noch mehr ein Huhn. Das muss ich doch finden. Haben Sie ein Huhn gesehen? Ich habe ein Gebet zu unserer Schutzgeister gesprochen. Sie wachen über uns und leiten unsere Schritte. Euer Weg, Link, ist auch unser Weg. Okay. Ach, so, ich muss kurz meinen Fuß hier... Ja. So, ich habe keine Ahnung, wo dieses Huhn ist. Kannst du mir helfen? Ha, ja. Hast du eine Ahnung? Der sagt mir ja auch nichts. Der gibt mir auch gar keinen Tipp. Nee, da ist kein Huhn mehr. Jetzt dachte ich, Paya sei das Huhn gerade. So aus dem Augenwinkel. Sieht sie ein bisschen aus wie ein Huhn. Ein Rüstling, der Hut dieses Pilzes, hat sich zu einem harten Panzer aus Kochzutat festigt. Er vorübergeht die Knochen und steigt zu die Abwehr. Cool. Ich suche trotzdem noch nach einem Huhn. Wahrscheinlich ist das voll easy zu finden. Ich bin einfach zu blind. Ist die Musik jetzt anders wegen... weil es Nacht ist? Hä? Ja. Sei auf der Hut. Die Nacht des Blutmondes. In dieser Nacht ist Ganons düstere Magie am stärksten. Sie verleiht den verlorenen Seelen der Monster wieder eine fleischliche Gestalt.
Hä? Link, sei auf der Hut. Ew. Heißt das, die kommen jetzt alle wieder zurück, die ich umgebracht habe? Das heißt, man kann die Map gar nicht clearen. Ew. Oh Mann. Das ist ja richtig doof. Wieso denn? Mich hat es gerade voll erschrocken, weil ich gemerkt habe, die Musik ist irgendwie anders. Das war vorher nicht. Und dann wurde der Himmel rot. So, wo ist dieses blöde Huhn? Haben Sie ein Huhn gesehen? Da ist es! Es sitzt am Dach. Wieso wusste ich das? Boah, voll festgekrallt, Link. Sehr gut. Hoch da. Wir brauchen das Huhn. Hühnchen, komm zu mir. Du bist das letzte Hühnchen. So. Uhu. Alle eingesammelt. Wo ist er denn jetzt? Ich weiß, sie müsste aufwachen. Ich habe ihre Hühner. Hä? Okay, ich warte mal kurz. Bis morgens, dann kommt er hoffentlich wieder zurück. Also die ganzen Biester sind jetzt wieder zurück. Oh. Bin nicht so erfreut. Aber wo ist er denn jetzt? Kann ich bei ihr jetzt eigentlich auch was verkaufen? Verkaufen, ja. Weil dann kann ich ihr was geben. Ja, ich gebe ihr mal 6 von den Pilzen. Und dann habe ich genug für dieses komische... für diese komische Pflanze da mit der Hand. Okay. Weil ich will jetzt noch nichts Falsches verkaufen. Ihr habt mir nämlich noch nicht gesagt, was ich getrost verkaufen kann. Deswegen will ich eigentlich nichts verkaufen. Wir haben ja gesagt, Rubine sind voll viel wert. Opal, wow. 60 Rubine. Okay, nee, ich verkaufe nichts mehr, aber ich kann ja immer wieder hierhin zurück. Nee, ist alles gut. Das Geräusch, das die machen. So, wo ist denn jetzt der Hühnertyp? Ich warte jetzt bis Mittag. Weil um 5.30 Uhr ist er wahrscheinlich noch nicht wach. Ich will ihm sagen, dass ich alle seine Hühner hier hinbekommen habe. Vielleicht, ich will meine Belohnung. So. Jetzt ist er da. Hallo! Link! Die Hühner! Meine süßen Hühner! Sie sind alle wieder da. Ach was! Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken kann. Doch, bitte nimm dieses kleine Geschenk an. Du hast es dir mehr als verdient. Danke. Violette Rubin, 50 Rubine wert. Sein violetter Glanz. Cool. Geil. Ach, würde meine Frau doch auch wie diese Hühner wieder nach Hause zurückkehren. Ich bringe sie dir nicht, also... Da hört sich's aber jetzt wirklich auf. Die Hühner habe ich dir gebracht. Oh, kann ich mit ihm wieder Verstecken spielen? Ja! Verstecken. Versteckst du dich wieder am selben Platz? Bitte versteck dich doch wieder am selben Platz. Ja! Och, bitte sag mir, er sitzt da oben. Bitte, 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 bitte. Nein, er ist nicht da.
Oh doch, er sitzt da. Oh süß. Da war ich zuerst wirklich zu spät. Du hast Brico gefunden, aber es hat Spaß gemacht. Das hier ist Bricos Schatz. Das ist steinhart. Ein Steinsalz. Oh, du hast deine Schwester Steinsalz gestohlen. Die wollte daraus lecker Suppe kochen. Böser Brico. So. Dann habe ich, glaube ich, jetzt genug von der Stadt gesehen. Ich werde jetzt da zu dieser mysteriösen Pflanze gehen und ihr die 100 Rubine geben. Auch weil ich nicht weiß, ob das die richtige Entscheidung ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde verarscht. Die ist einfach nur auf Rubine aus. Oh. Wieso ist denn das Huhn jetzt wieder da? Sind die schon wieder ausgekommen? Oh nein. Oh nein, die sind einfach schon wieder weggelaufen. Da auf dem Dach sitzt wieder das Huhn. Oh nein. Oh nein, der Arme. Oh nein. Ich kann ihm auch nicht helfen. Da muss er seinen Zaun verbessern. Jetzt habe ich die gerade alle eingefangen. So, da war die Pflanze. Guck mal. Ich bin gespannt, was passiert. Ich habe echt Angst. Hallo. Ich bin wieder da. Und wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Um meine Kraft wieder zu erlangen, brauche ich 100 Rubine. Oh. Da hast du sie. Oh, voll energisch. Mein Retter. Aha, meine Kraft. Sie kehrt zurück. Ein Gefühl nach all der Zeit endlich wieder frische Luft. Ich schuld dir was. Dank dir habe ich meine Kraft wieder erlangt. Mal sehen, wie ich mich revanchieren kann. Ah, ich weiß, ich könnte deine Kleidung verstärken. Ah, ich brauche nur das passende Material. Das Verstärken selbst mache ich umsonst. Sollen wir es mal versuchen? Ah, wie cool. Okay, das bringt ja doch was. Ein klein wenig. Verstärken bitte. Oh, meine Hose. Ja, wieso nicht? Bockblindhorn brauche ich dafür. Bitte. Und los. Ach, so einfach geht es. Traditionelle Beinbekleidung in Hyrule. Fertig, damit bist du jetzt ein wenig stärker als zuvor. Manche Kleidungsstücke erhalten nach dem Verstärken einen Bonus. Doch dafür müsst du auch das ganze Set tragen. Ich dachte, ich könnte vielleicht noch andere Kleidung verstärken, aber das scheint im Moment nicht möglich zu sein. Komm wieder, wenn du neue Kleidung oder Materialien hast. Oder wenn du meine Schwestern geholfen hast. Es gibt mehr von dir. Wie viel Geld wollen die? Oh, weg ist sie. Ah, okay. Also meine Hose ist jetzt ein bisschen besser. Das ist ja schön. Ich weiß, ich will es eigentlich nicht tun, aber... Ich brauche das Wildfleisch. Edelwild, besonders großes. Och, es tut mir so leid. Aber das war ein absoluter Volltreffer. Ich bin richtig stolz auf meinen Schuss gerade. Ausgezeichnet getroffen. Weil jetzt läuft der Hirsch von mir weg. So, wieso? Achso, da ist die Karte weg. Mhm. Neue Gebiete. Was ist das? Das ist auch komisch. Da ist doch bestimmt auch ein Grog. Da ist ein Ding zu viel. Kann ich das runterschießen? Nee. Kann ich da eine Bombe raufschießen? Nee. Vielleicht, wenn ich klettere? Hm.
könnte dann Krog sein? Weil mir wurde gesagt, immer wenn was komisch erscheint, nehmen. Aha. Soll ich das da rein? Oh. Oh. Ah, das kommt da rein. Das sind ja schon drei. Ach, vielleicht werfen? Schaffe ich das? Wie soll ich denn das schaffen? Niemals! Hä? Ist da noch sowas? Also ich bin mir sicher, dass das da rein muss, damit die beiden Seiten gleich sind. Dann haben wir zwei Schnecken. Aber wie soll ich denn das da bitte reinbekommen? Ah, wartet mal. Wartet mal. Ich habe ja da eine Kunst, die sonst keiner hat. Nämlich das Ding. Nee, nicht die Bombe. Kann ich das nochmal ändern? Genau. Oh, das könnte funktionieren? Guck, tatsächlich. Oder? Oh. So, und das kehrt jetzt da rein. Oh, ist das schwierig. Ja! Tatsächlich! Ja! Voll gut! Ey! Das müsst ihr aber zugeben, das ist wirklich gut. Ich bin talentiert. So, ich brauche einen Hammer. Hab ich nicht. Nicht so gut für meine Axt. Ach, ich lasse es lieber. Da brauche ich einen Hammer. Westtor der Ranellstraße. Ranellestraße? Ich weiß nicht, ob das Spanisch ausgesprochen gehört. Oh, da ist jemand. Hallo! Hallo! Oh. Nicht übel, dein Körperbau, und du scheinst mit Schwert und Bogen umgehen zu können. Möchtest du vielleicht der Jägerbande beitreten? Kein Interesse. Warum hörst du dir nicht an, was ich zu sagen habe? Ein kampferprobte Truppe Meister Koga, die dem Helden Einhalt gebieten will. Dein Leben gehört mir. Ich sterbe gerade. Kann ich dem einfach weglaufen? Ich will nichts mit dem kämpfen. Ich laufe einfach. Aua! Ich will nicht. Ich bin noch zu schwach, glaube ich. Oh, geh weg! Ich will das nicht! Der kommt wieder, oder? Lassen Sie mich. Ich hätte nicht ansprechen sollen. Ich spreche keine Reisenden mehr an. Was ist denn mit dem? Wieso ist denn der so aggro? Nur weil ich dem nicht beitreten will? Das ist doch gar kein Grund, um einen einfach so anzugreifen. Was soll das überhaupt? Hä? Wenn du wenig... Ja, ich weiß, dass ich wenig Herzen habe. Nicht frontal angreifen, ich habe niemanden angegriffen. Der hat mich angegriffen. Das ging nicht von mir aus. Frechheit. Jetzt gehe ich hier lang. Aber ich muss eigentlich hier lang. Ich gehe dem einfach aus dem Weg. Böser Mensch. So eine Frechheit. Ist hier nicht irgendwo ein Schrein in der Nähe? Muss doch sein.
Die stehen ja überall oben. Wahrscheinlich sollte ich einfach nach oben klettern. Ich weiß ja auch mittlerweile, dass man sich Pferde zähmen kann, aber ich habe leider noch gar keine gesehen. Oh nee, das sind die wieder solche doofen Nüsse. I don't like it. Schaffe ich es überhaupt da hoch? Wahrscheinlich eher nicht. Nee, das schaffe ich niemals. Aber da schaffe ich es hoch. Ja, guck, da kann ich dann rasten. Bisschen ausruhen. Da könnte ich es auch schon hoch schaffen. Oh, das geht nicht. Oh, nein. Das ist nicht gut. Ist auch gespalt. So, Link. Mal rasten, bitte. Genau. Sollte ich schaffen. Da geht Wind. Gefährlich. Kann mich das runterpusten? So, sollte ich jetzt darüber gehen? Wahrscheinlich. Und da hoch vielleicht. Ich will da nicht runterfallen, bitte. Nein, nicht runter. Einfach drüber gehen. Also, der Wind... Oh nein! Da hört es auf. Okay, ich bleib vielleicht doch auf der Seite. Der Wind ist gut fürs Parasegel. Das weiß ich. Du schaffst das, Link. Ein Meisterkletter. Das muss man mal so können wie der. Ich hoffe, ich schaff's. Ist das ein Vorsprung, wo ich stehen bleiben kann? Ich glaube schon. Boah, ich hoffe es. Sieht ein bisschen schräg aus. Kann ich da stehen? Oh, ja. Knapp. Aber ja. Puh. Oh, wow. Eine Ziege. Und ein Fuchs. Ein Wild. Boah. Der Schuss hat auch gesessen. Es tut mir leid, mein lieber Fuchs. Ich brauche das Wild. Ich brauche einen Winterwams. Oh Gott, ihr könnt mich auch mal. Nein! Wieso laufen denn die so schnell? Weil Blutmond ist? Sind die deshalb so gut? Alle? Ist ja der Wahnsinn. Ich habe ja gar keine Chance mehr. Er geht wieder zurück. Besser ist es. Ich glaube, ich bin bald da. Kann das sein? Schrein in der Nähe! Wo? Wo? Da oben? Oh Gott, das sind ja auch Sachen im Wasser. Oh, ich habe Angst. Nee, nicht oben. Da vorne muss das sein. Aber... Ich werde jetzt auch mal darüber fliegen, beziehungsweise ich kletter jetzt nochmal hier hoch. Und dann packe ich das Parasegel aus. Und dann fliege ich darüber. Ja, da muss Wunsch rein sein. Platz der Paneestraße.
Da muss doch gutes Loot drin liegen. Sei mal ehrlich, das ist so ein Platz, wo ich auf jeden Fall Kisten verstecken würde. Ich meine, ich bin keine Spieleentwicklerin. Aber... Huhu! Oh mein Gott! Was greift mich da schon wieder an? Hat der Huhu gemacht? Ist mein Pilzspieß. Und dann... Oh Gott, der kommt hier hoch. Bam, bam, bam! Was hast du davon, wenn du mich hier einfach so angreifst? Echtsalfus-Sporn. Der Sporn vom Ellbogen eines Echtsalfus. Kannst du sammeln mit Insekten... Aha, ein neuer Gegner. Ja, dann habe ich so auch noch nie gesehen. Stachelbockstock. Mag ich eh nicht haben. So, das Ding ist, ist der Schrein unter mir? Ist er ober mir? Wo ist er? Das ist eine Frage, die ich mir schon stelle. Huch, nicht runter. Bitte, bitte nicht runterfallen, Link. Das wäre jetzt nicht gut. Ich gehe jetzt einfach mal zu dem Baum. Der sieht freundlich aus, der Baum. Nein, nicht schon wieder Huhu. Huhu, wenn anderen. Oh, schaffe ich das? Ja. Jetzt macht's wieder. Ich weiß nicht, mein Radar funktioniert, glaube ich, nicht mehr. Immer in die Richtung, wo es am stärksten ausschlägt. Weiß ja nicht. Nicht am Baum. Ich wette, der Schrein ist da oben. Schön schwierig platziert. So, ihr wollt sicher mit mir kämpfen. Traut euch nur. Ich mach lecker Medizin aus euch. Nee, nicht Huhu! Huhu ist aber kein Gegner, oder? Ich dachte mir gerade nur, das muss ein Gegner sein. Vorhin hat der gehuhut und dann kam der... Oh Gott. Nein, ich mag euch nicht. Ach, kommt schon. Aber ihr habt Pfeile, ja. Nee, ihr habt Steine. Und Pfeile. Nice. Nee, nee. Geh da weg. Geh runter. Fall runter. So. Aber Pfeil hat er mir nicht da gelassen. Schade. Guck, da muss was sein. Ich kann da noch laufen. Muss gar nicht klettern. Aber ich komme da hoch, oder? Was meint ihr? Da habe ich halt eine richtig schöne Aussicht hier oben. Wo es ein bisschen neblig ist. Ja, ja. Oh, schaffe ich das? Vielleicht sollte ich nicht immer springen. Brauchen wir Schreine, damit ich... Was habe ich gerade gesagt? Nicht springen. Brauchen wir Schreine? Oh nein. Oh nein, das wird knapp. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh ja, bleib stehen. Oh Link, bitte. Oh Link, bitte. Oh Link, nein. Oh Link. Krieg die Krise mit ihm. Kann ich da... Ich kann da stehen. Nein! Nicht springen. Mein Puls ist auf 180 mit ihm. Huhuhui. So, einfach entspannt hier hochklettern. Einfach auf entspannen. Ganz, ganz entspannt. Wir lassen nicht los, wir springen nicht. Einfach entspannen. Ganz entspannt.
Und dann bekommen wir auch dieses Glitzerteil. Nur kann ich das nicht aufbrechen, weil ich keinen Hammer mehr habe. Vielleicht klappt es ja auch mit der Hacke. Könnte ich probieren. Nein. Ist nicht schlimm. Ich möchte wieder das andere Schwert, obwohl das Wächterschwert halt auch richtig gut ist. 20. Schon eine Ansage. So, da können wir jetzt springen, Link. Das ist nicht so weit. Ich bin hier richtig ins Gebirge gekommen, aber ich will jetzt hier hoch. Dann habe ich hier eine richtig schöne Aussicht auf das, wo ich noch hin muss. Das war ein Insekt, das hätte ich fangen sollen. Oh, Hallöchen. Kommt her. Haben die sich jetzt selbst hier unter? Nee. So, eure Schleimis nehme ich mit. Und das haut ab. Ist nicht schlimm. Ist es jetzt hier kalt? Ja, es ist tatsächlich kalt. Tatsächlich kalt hier oben. Aber wundert mich ja auch nicht. Ich bin ja auch hier richtig im Gebirge. Gebirge ist es oft kalt, das weiß ich. Ich bin aus Österreich. Das kann ich bestätigen. Okay, ich habe hier oben eine bessere Aussicht als von jedem Turm. Ich habe schon wieder gar kein Leben. Weil mir kalt ist. Ja, ich verstehe es ja auch. Ich brauche einen Winterwams. Ein Winterwams wird alle meine Probleme lösen. Vielleicht esse ich auch einfach Chili. Wozu habe ich es denn? So, 5 Minuten Kälteschutz. Was ist das? Nein! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hallo, Grock! Ich habe doch einfach einen Stein aufgehoben. Okay. Weg mit dem Stein. So. Da ist ein Turm. Da ist ein Schrein. Und wo ist mein Ziel? Da ist mein Ziel. Okay. Ich kann doch auf der Karte... Ich mache die ganzen Markierungen weg. Da bin ich ja jetzt gar nicht mehr. Markierung löschen. Kann ich ja wieder markieren, wenn ich wieder in der Nähe bin. Aber bin ich nicht. So, wieso ist das ausgewählt? Keine Ahnung. So. Hoppla. Dann gucke ich mal hier. Das markieren wir mal. Gut. Dann ist da ein Schrein. Den markieren wir auch. Und da ist auch eine Stadt. So. Was ist da noch so? Wald, Schnee. Unangenehm. Sehr viel Nebel. Ich kann leider jetzt nicht warten. Ich habe kein Feuer. Windmühlen. Das ist ein Häusli. Nebel. Okay, es wird gerade heller, das ist gut. Aber da ist gar kein Schrein mehr. Vielleicht echt zum Turm hin, damit ich den als Teleportding freischalten kann und dann zum Schrein. Ich glaube, das wäre ganz schlau. Oh, da ist noch ein Schrein. Da. Den sollte ich auch machen. Die sind ja jetzt nicht allzu weit weg, oder? Was meint ihr? Ich kann ja nicht mit euch reden. Oh Mann, oh Mann. Nee, das geht ja voll. Und dann komme ich langsam hier hin. Also der ist schon weit weg noch. Gehe ich alles wieder zurück. Dann gehe ich zuerst dahin, dann dahin. Und dann dahin. Weil da kann ich da dann hin teleportieren zum Roten, wenn ich da dann beim Gelben bin. Ich glaube, das wäre ganz geschickt. Ja, ja. Dann mache ich das. 3, 2, 1, Jump! Flieg!
fliege. Oh mein Gott, ich verbrauche ja Energie beim Fliegen. Was passiert denn? Oh mein Gott. Was passiert, wenn meine Energie weg ist? Ich erfahr's. Ich muss es sowieso lernen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Werde ich sterben? Wahrscheinlich. Ich kann mich wahrscheinlich dann nicht mehr festhalten. Oh mein Gott. Man kann hier nicht ewig mit dem Parasegel fliegen. Das ist traurig, weil ich wäre fast beim Turm. Oh nein. Aber ich kann ja nicht mal... Ach so, okay, doch. Au! Ich hätte es fast geschafft. Aber dann war die Energie doch weg. Aber gut, ich weiß, dass ich das Parasegel zumachen kann und wieder aufmachen kann. Das ist schon mal ein guter Tipp. Oh Mist. Wie oft bin ich schon gestorben? Oh Mann. Normalerweise sterbe ich nicht so oft in Games. Okay, sind die Markierungen... Oh, die Markierungen sind wieder weg. Doof. Das brauche ich nicht. Rot. Komm schon. Ah, das ist jetzt nicht der Turm geworden, oder doch? Dann ist da, wo ist der Schrein? Wo ist er? Hä? Ah, da. Da. Und? Wo war der nochmal? Der war doch da drüben. Hä? Bin ich dumm? Kann ich den nicht sehen? Wegen dem Nebel? Da war doch einer. Hä? Ach, da oben. Nee, das ist ein anderer Turm. Der ist ganz weit weg. Ich glaube, es muss ein bisschen heller werden und dann sehe ich ihn. Den Krog habe ich auf jeden Fall. Auch wenn ich nicht weiß, wo ich die hinbringen soll, die Krogsamen. Den habe ich nicht gesehen. Ist das der Schrein? Da war doch einer. Nee, das ist vielleicht so ein Wächterding. I don't know. Ich fliege jetzt auf jeden Fall mal darüber. So, und ich gucke, dass ich dann vorher schon meine Energie aufspare. Vielleicht auch hier schon. Dass ich von da nochmal starte. Guck, das geht doch easy. Was liegt denn da? Ein Fuchs. Fuchsi. So, ja, hier sehe ich den jetzt. Guck, das ist auch ein Schrein. Link, zitter nicht so. Link. Gar nicht so leicht. So. Energie ist getankt. Los geht's. Soll sich jetzt ausgehen. Ob meine Berechnungen richtig waren, seht ihr gleich. Da sind Pferde! Ich habe keine Ahnung, wie man sich die zähmen kann, aber ich habe Äpfel. Und Pferde mögen Äpfel. Kann ich schleichen? Ja, ich kann schleichen. Ich mag ein Pferdizähmen. Ich mag das braune Pferdizähmen.
Darf ich das braune Pferd zähmen? Oh nein. Oh nein, die haben gar keinen Bock auf mich. Wo sind Gegner? Ich würde gerne ein Pferd zähmen. Oh mein Gott. Was muss ich tun? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Ah, aufsteigen! Oh mein Gott! El Tätscheln? Oh. Braves Pferdi. Da kommen Gegner. Keine gute Idee. Keine gute Idee. Das Pferd rennt jetzt einfach mit mir. Alles gut. Ich kann das Pferd gar nicht steuern. Es ist unmöglich. So. Du hast jetzt kein Pferd mehr. Wo bist du denn? Hehe. I'm the King. Oh. Aber braves Pferd, die. Zielerfassung. Los! Oh, das Pferd macht nicht, was ich will. Ist das jetzt mein Pferd? Wahrscheinlich nicht. Es wurde nichts geschrieben oder so. Oha. Oh, ich habe aber nicht so Bock auf den Gegner. Nein, Pferd, nicht die Klippe runter. Ich tätschle es mal. Komm, wir gehen zum Turm. L zügeln. Ach so, mit rückwärts, okay. Ist es jetzt Freund, wenn ich es tätschle? Mag es mich dann? Oh Gott. Um Gottes Willen. Du kriegst jetzt mein Pferd. Mein. Soldatenbogen ist zerbrochen. Alles klar. Ich glaube, ich muss das Pferd wieder hergeben. Nee, es mag nicht mehr. Es geht halt nicht weiter. Ah, jetzt. Okay. So, wir gehen jetzt hier hin. Oh Gott, der kommt. Nein, nicht mein Pferd töten! Bist du des Wahnsinns? Ja, das Pferd hat keinen Bock mehr auf mich, oder? Pferd? Doch, ich darf aufsteigen. Kann ich dem einen Apfel geben? Wie kann ich eigentlich absteigen? Ach so. Kann ich dir einen Apfel geben? Warte mal. Ich habe doch sicher Äpfel für dich. Guck mal. Ja! Oh. Magst du mich jetzt? Magst du noch einen Apfel haben? Guck mal. Ich habe noch mehr Äpfel. Oh, ich glaube, es mag mich. Ich habe noch mehr Äpfel. So, aber jetzt ist genug, sonst bekommst du eine Kolik. Das wollen wir nicht. Das wäre ganz schlimm für Pferde. Wieso ist denn der bewachsen mit so Stacheldornen? Ich habe jetzt ein Pferd. Ich weiß nicht, ob es wirklich mir gehört. Ich denke mal nicht. Aber ich habe ein Pferd. Es steht jetzt da rum. Ich darf es nur nicht vergessen.
So, ich probiere jetzt mal hier hochzukommen. Wow! Oh, ich dachte schon, ich falle runter. Halleluja. Also ich denke mal nicht, dass es mein Pferd ist, weil ich kann ihm ja auch keinen Namen geben. Das ist voll schade. Ich glaube, die Dornen sind egal, solange ich hier auf meine Plateaus kann. Aber bitte, Pferd, bleibt da. Ich wäre so traurig, wenn das jetzt dann weg wäre. Aber es bleibt da stehen. Also ist es. Nein, es geht! Es hat keinen Bock mehr um mich. Bin traurig. Sag mir nicht, dass da jetzt Dornen sind und ich kann da nicht hin. Nee, die weisen mir nur den Weg. So, darüber. Die machen es noch unnötig kompliziert hier. Pferd, bist du noch da? Pferd, doch, es ist noch da. Es spaziert da unten herum. Vielleicht komme ich ja noch zum Pferd. Und wieso kann ich denn da nicht hin? Uni, bitte seid nicht gemein zu mir. Oh Mann. Die Dornen sind gemein. Da. Oh nee, ich schaff das ja nicht mit meiner Konzentration, Ausdauer. Mach's doch nicht so kompliziert. Das ist nicht fair. Kann man so bestimmte Türme auch nicht richtig, also nicht freischalten, wenn man nicht genug Ausdauer hat bei solchen Dornen? Ich meine, jetzt hier geht's hoffentlich. Aber kann das sein, dass es richtig schwierig mit der Zeit gemacht worden ist? Boah, jetzt ist es aber schön geworden. So, hier geht's wirklich noch. Aber wenn da noch mehr versperrt wäre, hätte ich Probleme, denke ich. Da hochzukommen. Mann, ich hoffe, das Pferd ist noch da. Ich wäre so traurig. Ich muss dann mal gucken, weil ich kann ja auch pfeifen. Wenn dann das Pferd kommt, dann glaube ich, ist es besiegelt. Dann ist es mein Pferd. Oh, ich sollte nicht springen. Ich will es nicht riskieren. Ich will jetzt diesen Turm. Link, du schaffst das. Ich glaube ganz fest an dich. Ja. Schickerstein. Registrier. Turm aktiviert. Ja. Wunderschön. Datenübertragung ist wichtig. Gut, Tropf. So, jetzt muss ich aber unbedingt gucken, ob mein Pferd noch da ist. Ah ja, die Map. Stimmt. Schon ganz vergessen. Das Pferd ist wichtiger. Pferd? Oh, es ist noch da. So, wenn ich jetzt pfeife. Oh nee. Nein. Nein. Nee. Das ist noch nicht mein Pferd. Aber ich habe schon Freundschaft ein bisschen mit ihm geschlossen. Und vielleicht kann sie ja noch mein Pferd werden. Vielleicht wird sie ja mit der Zeit mein Pferd. Ich weiß es nicht. Aber guckt es euch an, es ist wunderschön.
Es ist einfach wunderschön, das Pferd. Wir haben dieselbe Haarfarbe. Also Link und das Pferd. Es ist doch wunderschön. Oder? Da muss ich mir schon zustimmen. Ich hoffe, dass ich im nächsten Part das Pferd irgendwie adoptieren kann, dass es mir dann offiziell gehört und auch auf meinen Pfeifen reagiert. Und vielleicht kann ich ihm dann auch einen Namen geben. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Vielleicht muss ich da auch irgendwo hin. Vielleicht in eine Stadt oder so. Vielleicht klappt das da. Ich muss auf jeden Fall gucken. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch dieser Part gefallen hat. Der hat auf jeden Fall lange gedauert, über eine Stunde. Ja, ja, die Zelda-Let's Plays dauern einfach ein bisschen länger. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Part wieder. Bis bald und ciao!